Wir machen heute eine weitere Münzrollenjagd in diesem Video mit 5 Rollen zu 20 Cent. Machen wir das Ganze wieder auf und dann beginnen wir gleich mit der Suche. So, da haben wir einmal den ganzen Stapel und wir fangen jetzt einfach mal an, das Ganze durchzuschauen. Bei den deutschen Münzen, da habe ich noch einige Lücken, gerade bei den späteren Jahrgängen. Die werde ich dann separat noch einmal am Ende prüfen und natürlich auch in die Ergebnissuche einfließen lassen. Ansonsten haben wir hier ganz normal Deutschland, auch 2002, das suchen wir nicht. Eine erweiterte Europakarte im Vergleich mit der alten Europakarte, da kann es vielleicht etwas spannender werden. Und da haben wir ebenfalls Deutschland 2020. Wie gesagt, bei den letzten 3-4 Jahren, da sind noch einige Lücken drin. Das muss mal geprüft werden. Frankreich allerdings 99, das kann gleich zur Seite. Und so arbeiten wir uns jetzt hier durch. Münzzeichen A kann auch direkt zur Seite. Spanien 99, ebenfalls nicht interessant. Niederlande 2004, würde ich auch eher Nein sagen, aber den legen wir trotzdem vorsichtshalber zur Seite. Belgien 2000, ebenfalls nicht interessant. Italien 2002 und soweit auch ohne Fehler. Auch nicht interessant, gibt es ja in großen Mengen. Griechenland 2002, hier auch ohne Buchstaben im Stern, also auch wirklich in Griechenland geprägt. Auch nicht interessant. Und jetzt beschleunigen wir das Ganze ein wenig und ich melde mich bei dem nächsten guten Fund. Hier gerade einmal Frankreich und Irland gewesen, allerdings auch die mit alten Jahrgängen, also auch nicht interessant für die Sammlung. Hier einmal Frankreich 2010, ein etwas neuerer Jahrgang könnte vielleicht noch fehlen, legen wir mal auf die Seite. Spanien 2018, auch ein neuerer Jahrgang, legen wir auf die Seite. Spanien 2017, auch ein neuerer Jahrgang, könnte ich schon haben, aber legen wir auf die Seite. Oh, was haben wir denn hier? Slowenien, Mensch, 2007, leider der Standardjahrgang, den habe ich schon in der Sammlung. Trotzdem ein schöner Fund, wird mich aber wieder verlassen.
hier 20 Cent aus den Niederlanden von 2014 mit König Wilhelm Alexander. Der könnte mir durchaus auch fehlen. Legen wir mit auf die Seite. Hier mal Belgien 2011. Könnte mir auch noch in der Sammlung fehlen mit dem neuen oder mit dem dann veränderten Motiv. Legen wir auf die Seite. Hier haben wir mal 20 Cent aus Luxemburg. Leider von 2002, aber immerhin der erste hier in diesem Video. Und hier noch einmal Österreich 20 Cent von 2013. Auch der könnte mir noch fehlen, zumindest was vielleicht noch die Erhaltung angeht. Legen wir mal auf die Seite. Und dann kommen jetzt auch schon die letzten beiden Stapel. Sammeln wir das Ganze ja ein bisschen auf. Das ist der Nachteil, wenn man etwas so hoch stapelt. Das Ganze kann natürlich auch dann leicht umfallen. Luxemburg, immerhin Jahrgang 2006. Ist, glaube ich, schon in der Sammlung, aber ich lege ihn trotzdem mal zur Seite. Das prüfen wir natürlich. Wir wollen ja nichts wieder aus der Sammlung herausgeben, was vielleicht noch fehlen könnte. Hier nochmal Österreich 2015, legen wir auch auf die Seite. Und hier die letzten beiden, die kommen auch zur Seite. Ich habe jetzt während des Videos hier einen ganzen großen Berg aussortiert. Ich lege den hier mal ins Video. Das sind vor allem auch deutsche Münzen der letzten Jahre eben mit Münzzeichen, die nicht A sind. Natürlich habe ich die jetzt auch doppelt und dreifach hier raussortiert. Aber diese ganzen Münzen hier werde ich jetzt einmal überprüfen und dann melde ich mich gleich mit dem Ergebnis. Es waren wieder vier neue Münzen an der Zahl. Ich hätte tatsächlich mit etwas mehr gerechnet bei den 20 Cent Münzen, aber natürlich trotzdem ein schönes Ergebnis. Wir haben aus den Niederlanden, sortieren wir wieder gemeinsam ein, die 20 Cent Münze neue 2014. Damit haben wir jetzt hier eine Lücke wieder gefüllt und so sieht dann aktuell die Seite aus. Noch ziemlich leer das Ganze, vielleicht kommt ja noch das ein oder andere dazu. Dann Deutschland 2017, da ist immerhin eine 20 Cent Münze von 2 dabei gewesen, hier in dem Fall mit dem Münzzeichen F. Das Ganze sieht jetzt so aus, immerhin eine Münze mehr dazu.
Dann von 2021 war hier die fehlende F dabei. Damit ist das Set 2021, die 20er, komplett. Eine Lücke hier geschlossen. Und bei 2022, da ist aktuell noch relativ wenig auf der Folie, da war hier die D dabei. Auch die sortieren wir jetzt ein. Und dann ist hier auch eine Lücke mehr geschlossen. Das war's für die heutige Jagd. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen und ich würde mich freuen, wenn ihr auch beim nächsten Mal wieder mit dabei seid. Bis dahin, tschüss!